Ich habe in den letzten Monaten unzählige Schreibtischunterlagen ausprobiert und war immer wieder überrascht, wie groß der Einfluss auf Optik, Komfort und allgemeines Feeling im eigenen Setup ist. In diesem Video möchte ich euch diverse Varianten vorstellen. Dabei blicke ich über den üblichen RGB-Gaming-Tellerrand hinaus und schaue mir auch Lösungen aus Echtleder, Korkleder, Kunstleder oder Filz an. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf typische Deskpads mit und ohne RGB-Beleuchtung und welchen, die die Farbe ändern, wenn man sich im Discord mutet. Doch bevor wir das tun, lasst mich ein paar Worte zum Sponsor des heutigen Videos sagen. Der finnische Sicherheitsexperte F-Secure bietet mit Freedome eine simple und günstige VPN-Lösung für quasi alle Geräte an. Mit einem VPN verschleiert ihr eure IP-Adresse und surft quasi anonym im Internet, ohne von gierigen Firmen getrackt zu werden. Ein weiterer Vorteil ist das Umgehen von Geoblocking. Im Programm könnt ihr einfach einstellen, über welches Land ihr euch einwählen wollt und so länderspezifische Angebote wahrnehmen, exklusive Serien streamen oder bei einem Spielrelease, zum Beispiel über den australischen Einwahlpunkt, schon früher loszocken. Checkt bei Interesse unbedingt den Link unten in der Videobeschreibung, um F-Secure Freedome kostenlos auszuprobieren, beziehungsweise spart über den Link 20%, wenn ihr euch für Freedome entscheidet. Wenn ihr meine aktuelle Setup-Tour vor einem Monat gesehen habt, kennt ihr auch meine aktuelle Schreibtischunterlage. Seit September 2020 nutze ich dieses Modell aus PU-Leder. Es hat mit 90 x 43 cm eine für mich ideale Größe und bietet optisch vor allem einen sehr schönen Kontrast zur bunten Gaming-Hardware. Die Verarbeitung ist für den Preis von 20 Euro sehr ordentlich und die wasserdichte Unterlage kann beidseitig verwendet werden. Dabei ist die eine Seite deutlich matter und etwas strukturierter als die andere, was hauptsächlich einen optischen Unterschied ausmacht. Wie ihr hier auf Amazon sehen könnt, gibt es die Unterlagen auch in diversen Farben. Wem Schwarz also zu langweilig ist, hat hier eine entsprechende Auswahl. In den Fragen steht zwar, dass die Unterlage nicht rutschen würde, leider haben Andrea und Thomas hier wohl nicht genau getestet, denn... Sobald eine Tastatur drauf liegt, merkt man das aber kaum und man freut sich eher über die Vorteile einer solchen glatten Oberfläche. Die Reinigung ist zum Beispiel sehr einfach und die Unterlage sieht immer schick aus. Ich habe übrigens auch eine teurere PU-Lederunterlage bestellt und konnte qualitativ keinen Unterschied feststellen. Diese hier ist mit 1,20 m x 50 cm lediglich ein wenig größer und hat eine farbige Naht. Ebenfalls sehr schick, kostet aber auch gleich 35 Euro und wird seit Oktober von meiner Freundin genutzt, die sehr zufrieden damit ist. Die Mausperformance auf PU-Leder ist übrigens tadellos und ich konnte mit diversen Sensoren und verschiedenen Modellen von Mäusen keine Nachteile feststellen. Für Casuals also alles bestens. Diese äußerst extravagante Schreibtischunterlage ist knapp 8-mal so teuer wie die vorherige und das liegt primär an der Tatsache, dass wir hier Echtleder als Material haben. Mit 90 x 48 cm wieder eine sehr angenehme Größe und von der Haptik natürlich hochwertiger als die PU-Leder-Variante. Wie von Echtleder gewohnt, ist die Struktur fühlbar und auch der subtile Ledergeruch vermittelt eine entsprechende Wertigkeit. Auch wenn sie meiner Meinung nach fantastisch aussieht, man kann sie übrigens auch in anderen Varianten in schicken Farben bestellen, gibt es einige Kritikpunkte, die ich hier nicht unerwähnt lassen möchte. Für stolze 150 Euro ist mir die Unterlage definitiv zu dünn. Doppelt so dick wäre die Matte nicht nur formstabiler, sondern auch komfortabler. Leider wird die dünne Matte gerollt geliefert, sodass auch nach 10 Tagen Benutzung noch Knickspuren zu sehen sind. Lustigerweise sieht man diese unschönen Knicke auch auf den Produktbildern auf Amazon. Bei mir sind diese sichtbaren Knicke lediglich auf der anderen Seite, einfach weil sie anders gerollt wurde. Ich habe es schon mit einem Föhn und vorsichtig mit dem Bügeleisen probiert, ich habe das alles auf Google gelesen, aber leider bekommt man diese Unregelmäßigkeiten da nicht raus. Die Maus lässt sich wieder problemlos benutzen und auch die Reinigung ist bei Echtleder sehr einfach. Auf der Unterseite wird mit feinem Textil gearbeitet und das lässt die Unterlage zwar weniger rutschen, macht sie aber nicht rutschfest. Gerade die Optik ist in diesem Steingrau einzigartig und deswegen werde ich sie wahrscheinlich auch behalten, denn ich konnte hier nichts Vergleichbares finden. Solltet ihr da was Ähnliches kennen, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ein weiteres sehr interessantes Material ist Korkleder.
habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört. Diese schwarze Korklederunterlage ist mit 45 Euro ebenfalls kein Schnäppchen, aber eben auch was Besonderes und natürlich ist es auch nachhaltiger als Echtleder. Mit 80 x 40 cm ist sie zwar etwas kleiner als die vorherigen Unterlagen, dafür aber auch etwas dicker und komfortabler beim Arbeiten. Die schwarze Oberseite hat einen leichten Rotstich vom Kork und passt optisch zum Beispiel wunderbar zu Holztischen. Der Widerstand bei den Mausbewegungen ist deutlich größer als bei den glatten Ledervarianten, allerdings lässt es sich dennoch wunderbar darauf arbeiten und zocken, wenn man nicht gerade Profi-E-Sportler ist. Die Reinigung ist schwieriger, weil die Matte nicht wasserabweisend ist und wie für Kork üblich ist sie auch nicht super flexibel. Knicken würde ich die Unterlage zum Beispiel besser nicht, weil sie dann wahrscheinlich brechen würde. Ach ja, sie rutscht übrigens genauso wie die Echtledervariante. Also so mittelmäßig, wenn eine Tastatur drauf ist, ist alles okay. Für nachhaltige Menschen, die was Besonderes auf dem Schreibtisch haben möchten, eine sehr schicke Variante, die auf jeden Fall nicht jeder hat. Als Geschenk zum Beispiel sehr interessant. Noch ein wenig untypischer als die ganzen Ledervarianten sind diese Unterlagen aus Filz. Sie sind mit 120 x 60 cm nochmal größer als die bisher gezeigten und sorgen vor allem für ein sehr angenehmes Feeling auf dem Schreibtisch. Auch wenn meine Logitech MX Master problemlos auf dem Filzpad funktioniert, ist es logischerweise die schlechteste Unterlage für eine perfekte Abtastung des Sensors. Für Office, Videoschnitt oder Casual Gaming hatte ich jetzt aber keine Probleme. Zur Not kann man natürlich auch noch ein separates Mauspad verwenden und das wäre dann Mauspad Layering. Das ist dann das Stichwort, habe ich übrigens gerade erfunden. Ein weiterer super nischiger Vorteil ist die Schallabsorption. Beim Einsprechen von Voiceovers, wie diesem hier, sind gerade bei empfindlichen Mikrofonen auf jeden Fall Vorteile zu finden, denn es gibt weniger Schall bzw. Quellen für Verzerrung. Also so ein glatter Schreibtisch ist dann natürlich nicht optimal. Ja, die Reinigung erledigt man am besten mit einer Fusselbürste und einen Becher Kaffee oder fettige Chips sollte man aber nur mit äußerster Vorsicht in der Nähe von so einer Unterlage genießen. Ich persönlich nutze die Filzpads jetzt mittlerweile hauptsächlich als Hintergrund für meine Unboxings und was ihr da macht, bleibt natürlich euch überlassen. Ich wollte euch diese Kandidaten aus Filz hier aber auf jeden Fall mit vorstellen. Die mit Abstand bequemsten Schreibtischunterlagen sind die mit 4 mm Dicke. Ich habe hier zum Beispiel welche mit 90 x 40 cm Größe von The G-Lab und Klim. Qualitativ unterscheiden sich die Matten nicht wirklich und man kann einzig und allein nach der Optik gehen. Aufgrund der Dicke federn die Mauspads sehr gut und man hat beim Tippen oder beim Ablegen der Hand ein sehr angenehmes Gefühl. Ich zocke am PC zum Beispiel auch gerne mal mit dem Gamepad und habe dabei die Hände so auf der Unterlage abgelegt. Von allen heute gezeigten sind die 4 mm Pads da auf jeden Fall am besten geeignet. Auch die Gleiteigenschaften der Maus sind perfekt und zur Reinigung kann ein leicht feuchtes Mikrofasertuch verwendet werden. Die Verarbeitung ist ordentlich, auch an den Kanten ist alles wirklich sehr schön gemacht und die hier gezeigten Unterlagen sind mit 20 Euro vergleichsweise günstig und natürlich nicht so extravagant wie Echt- oder Korkleder, ja, dafür aber erschwinglich und sehr gut in der Performance. Erwähnenswert wäre auf jeden Fall noch dieses XXL-Mauspad von Corsair. Ich habe es über 2 Jahre täglich verwendet und vor allem die Optik gefällt mir hier sehr gut. Ihr seht hier die 93x30 Variante mit 3 mm Stärke. Es gibt das Pad aber mittlerweile auch mit 43 cm Höhe und 4 mm Stärke. Ich habe es ehrlich gesagt schon bestellt, leider ist es derzeit aber nicht lieferbar und hat es deswegen nicht hier ins Video geschafft. Ich verlinke es euch trotzdem unten in der Videobeschreibung und dafür findet ihr natürlich auch Links zu allen anderen heute gezeigten Pads. Jetzt wird es bunt. Das The G-Lab Rubidium ist mit 30 Euro ein vergleichsweise günstiges XXL RGB-Mauspad und zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass der LED-Schlauch nicht wellig ist. Das hat mit dem verwendeten Material zu tun und ist in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich. Ein ähnliches Modell von Klim hat zum Beispiel auch nach längerer Liegezeit noch mit unschönen Wellen zu kämpfen, ja, und das ist optisch einfach nicht optimal.
Beim Rubidium RGB ist ein kleines Modul an der linken Seite angebracht, welches per Micro-USB-Kabel mit dem PC oder einem USB-Netzteil verbunden werden kann. Es muss also nicht zwangsweise mit dem PC verbunden werden, was Kabelmanagement ein wenig einfacher macht. Wenn ihr zum Beispiel ein farbiges Kabel verwenden wollt, ist das auch kein Problem, macht in manchen Setups dann Sinn und sieht ganz schick aus. Ja, über die Knöpfe lassen sich diverse Farbeffekte wählen und man kann das Mauspad hierüber natürlich auch ausschalten. Farbübergänge, Rainbow-Effekte und so weiter, alles mit am Start. Ja, die Oberfläche ist Mauspad typisch fein strukturiert und mit 3 mm auch ordentlich im Komfort. Wie beim bereits gezeigten von Corsair haben wir hier wieder eine schmalere XXL-Variante mit 90x30 cm. Reinigung geht wieder easy mit einem feuchten Mikrofasertuch und gerade für 30 Euro kann man hier eigentlich nichts falsch machen. Das SteelSeries QCK Prism ist mit knapp 60 Euro doppelt so teuer, ist allerdings auch deutlich smarter als die einfachen RGB-Pads. Über die Treiber-Software kann man das Mauspad zum Beispiel mit anderer SteelSeries-Hardware synchronisieren und so alles schön passend zueinander beleuchten. Das funktioniert leider nur innerhalb eines Herstellers. Mein Rechner hat zum Beispiel hauptsächlich RGB-Zeug von Corsair und kann die dann leider nicht mit der Hardware von SteelSeries synchronisieren. Da kocht leider jeder sein eigenes Süppchen. Also Razer hat da zum Beispiel die Chroma-Serie, die kann man allerdings dann mit Philips Hue synchronisieren. Asus macht sein eigenes Ding, MSI macht was eigenes, wobei auf meinem Mainboard da Header für Corsair RGB mit drauf sind. Aber wie gesagt, das wird jetzt ein bisschen zu komplex und ist vielleicht mal ein anderes Thema. Soll heißen, ihr solltet eure Hardware entsprechend überlegt auswählen, wenn ihr die Beleuchtung untereinander synchronisieren wollt. Ja, bei SteelSeries gibt es dann noch passende Apps, welche bei Beleuchtung dann entsprechende Ereignisse in Spielen oder Programmen anzeigen mit diversen Farben und so weiter. So kann man zum Beispiel für Discord einstellen, dass die Beleuchtung rot wird, wenn man gemutet ist oder blinkt, wenn man spricht und gehört wird oder Push-to-Talk gedrückt hat. Ja, wer auf smartes RGB-Zeugs steht, der macht mit SteelSeries, Razer oder Corsair da wirklich nichts falsch. Die haben sehr starke Ökosysteme, die euch allerdings dann auch in der Auswahl der entsprechenden Hardware ein wenig einschränken. Welche Schreibtischunterlage ihr letztendlich verwendet, ist absolute Geschmackssache. Ja, ich kann euch die Türen nur zeigen, durchgehen müsst ihr alleine. Man sollte sich allerdings schon Gedanken darüber machen, denn so eine Schreibtischunterlage ist riesengroß, sie liegt vor einem, man berührt sie, man hat sein Zeug da drauf liegen und so weiter und es macht wohl einen größeren Unterschied, als man denkt. Ja, so mit Filz oder mit Echtleder oder mit dem Gaming-Zeug oder mit dem Leuchten, wo dann leider mal ein Kabel mit dabei ist, das ist echt schon alles anders und man sollte sich Gedanken darüber machen. Man sitzt ja gerade wir sitzen sehr, sehr lange vorm Rechner und da sollte das ja alles schön angenehm und chillig sein. Ja, ich hoffe, ich konnte euch bei eurer Entscheidung helfen und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wofür ihr euch letztendlich entschieden habt, beziehungsweise was ihr so auf eurem Schreibtisch liegen habt. Ja, vielleicht habt ihr euch einfach entschieden oder entscheidet euch jetzt erst. Schreibt es auf jeden Fall mal unten rein. Ich bin da wirklich sehr interessiert. Ja, wie immer könnt ihr mich durch Nutzung der Amazon-Links in der Beschreibung unterstützen. Sobald ihr darüber kauft, werde ich dann ein bisschen dran beteiligt und so kann ich mir dann Mauspads im Wert von 300 Euro kaufen oder so. Nein, Spaß. Also wie gesagt, klickt drauf, nutzt die Links, wäre cool. Ist auf jeden Fall eine Monetarisierung hier auf meinem Kanal Affiliate. Ja, wisst ihr alle, macht ihr alle. Vielen, vielen Dank dafür. So, das war's wieder mit diesem Video. Mal was anderes. Ja, ich bin wieder draußen. Mal schauen, ob dieses Jahr noch ein Video kommt. Wenn nicht, frohes Neues. Ansonsten, wie immer, haut rein. Bis dann, Leute. Ich bin draußen. Peace.